Liebe Frau Hörbiger, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kurzinterview mit goldenekamera.de. Mit Vergnügen. Liebe Frau Hörbiger, Sie spielen Katharina, die ist des Lebens überdrüssig und will in einem Schweizer Sterbehaus Suizid begehen. Warum hat Sie denn diese besondere Rolle gereizt? Es hat mich gereizt, eine wunderbare Rolle zu spielen. Ich bin Schauspielerin seit meinem 17. Lebensjahr und da denkt man so, dass man sagt, es ist die gute Rolle, die gute Rolle, die gute Rolle. Warum sollte niemand den Film verpassen? Warum sollten die Zuschauer einschalten? Weil es Denkanstöße gibt, die innerhalb von einer Familie sehr wichtig sind. Schlussfrage, wie emotional war der Dreh? Ja, die Szene mit dem jungen Mädchen, die dann das Glas austrinkt und dann langsam stirbt, das war für uns alle, das ist, wie man so sagt, sehr an den Nieren gegangen. Wir waren alle sehr berührt und gerührt. Danke für das Interview. Okay, danke auch.